Ganz herzlich begrüße ich euch zu unserem Abendgebet am Nikolaustag. Wir alle kennen und lieben die Geschichten des heiligen Nikolaus. Wir verehren ihn als heiligen Mann, als Bischof, der da war für seine Herde, für die Schafe, besonders für die Armen und Bedrängten. Doch auch der heilige Nikolaus hat das nicht aus sich selbst herausgemacht, weil er einfach ein Gutmensch war, sondern weil er fest stand im Glauben, weil er auf Christus vertraut hat und ihn nachgeahmt hat. Jeder, der diese meine Worte hört, sagt Christus und danach handelt, ist wie ein kluger Mann, der sein Haus auf Fels baute. Auf dieser Grundlage hat der heilige Nikolaus sein Leben gestaltet und genau darin sollte er uns ein Vorbild sein. Er hat uns gezeigt, dass, wenn man feststeht auf dem Fundament des Glaubens, auch in der Lage ist, freigebig sein Herz zu öffnen und für andere Menschen da zu sein. Bitten wir den heiligen Nikolaus, uns als Vorbild auch weiterhin anzuleiten, anzuführen, damit wir ihm nachfolgend Christus verwirklichen können. Lasst uns diesen Tag mit einem Gebet beschließen. Jesus, wir danken dir, dass du uns im heiligen Nikolaus ein so großes Vorbild gegeben hast. Er hat nicht nur durch gute Taten den Menschen geholfen, er hat vor allem aus dem Glauben gelebt. Gib auch uns die Kraft, fest auf dem Fundament unseres Glaubens stehen zu können. Sei du dieses Fundament unseres Glaubens, damit wir aus dir heraus leben und handeln können. Ich wünsche euch einen schönen Abend und eine gute Nacht.